Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battlefield unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mythic Plus und PvP Kisten Opening präsentieren. Letzte Woche war ich tatsächlich mal wieder fleißig, habe mich ins Mythic Plus Getümmel gestürzt. Und zwar, ja, war ich ein 15er Key, habe mich da mal zu bereit erklärt, quasi ein paar Keys zu tanken, um ein paar Leute durchzuboosten und ein bisschen Gold zu machen. Und wir haben uns da unter anderem durch einen Tol'Dagor-Key durchgequält. Als netten Nebeneffekt haben wir natürlich jetzt auch eine Kiste. Und da ich ja auch PvP-Inseln geboostet habe über die letzten Tage, ist mir aufgefallen, dass ich sogar auch die PvP-Kiste fertig habe. Also sprich, ich krieg meine Kisten jetzt über die Boost-Geschichten tatsächlich auch fertig. Mich wundert, dass ich komplett den Dings hier fertig gekriegt habe, ne? Nur durch PvP-Inseln, aber anscheinend bringen die jetzt ein bisschen mehr Ehre. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Auf Tank habe ich hier stehen. Ja, passt. Und wir schauen mal, ob wir mal was Sinniges rauskriegen. Vielleicht rollt ja mal irgendwas krass hoch. Oh, das ist schon mal hochgerollt. Nee, auf 440. Ja gut, die sind leider. Die haben gute Stats, ne, tatsächlich. Also die haben die Stats an drauf, die ich auch anhab. Bloß meins hat halt noch einen Sockel. Ich habe halt das gecraftete Item hergestellt. Das habe ich gekriegt, ein Sitrales 14er Key. Haut mich jetzt nicht so um. Und wieder Titanresidium. Mittlerweile sind wir bei über 100.000. Aber wir haben das letzte Mal gelernt, das wird eh resettet mit 8,3, deswegen bringt mir das jetzt auch nicht so viel. Ich könnte mir vielleicht noch für einen anderen Spec oder irgendwas ja, ein Item holen quasi beim Händler und da mal ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht kriege ich ja irgendwas Gutes, wenn ich da gamble. Aber ja, so richtig brauche ich da eigentlich tatsächlich nichts. So, wir haben auch noch, wie gesagt, eine PvP-Kiste. Und ich würde sagen, da gucken wir auch mal rein. Da ich aber kein großartiges Rating habe, wird da wahrscheinlich jetzt nichts Krasses rauskommen, schätze ich mal. Ja, 415 kriegst du ohne Rating oder was habe ich irgendwie so 1400 Rating für die Sense oder so habe ich, ne? Gut, das war's leider. Ich habe mir schon fast gedacht, dass ich nichts Krasses rauskriege. Mich würde interessieren, ob ihr irgendwas Krasses in letzter Zeit rausbekommen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Euer Angela, bis zum nächsten Mal. Ciao.